Wie kann Lernen in der Schule in der Zukunft aussehen? Das war die zentrale Frage beim zweiten eFuture Day in Innsbruck. Anhand des Kids-Projekts versuchten sich mehr als 150 Pädagogen dieser Fragestellung zu nähern. Der zweite eFuture Day hat im Zentrum das sogenannte Klassenzimmer der Zukunft, sprich das Projekt Kids, das mittlerweile über Ministerialrat Stemmer initiiert wurde und das in alle Bundesländer praktisch transportiert wurde. Und in jedem Bundesland sind so zwischen 8 bis 10 Schulen daran beteiligt und dort soll experimentiert werden mit verschiedenen Mobile Devices. In Workshops und durch 2 Impulsreferate setzten sich die Teilnehmer mit dem Unterricht der Zukunft auseinander. Eines war schnell klar, der Einsatz von digitalen Medien per se macht nichts besser. Wenn ich kompetent bin in der Nutzung von digitalen Medien, dann wird er vielfältiger, der Unterricht. Das heißt, ich habe ganz neue Zugangsmöglichkeiten zum Wissen. Wichtig ist allerdings, dass ich mich damit auseinandersetze, ist jetzt besser, meinen Unterricht analog zu gestalten oder habe ich auch Möglichkeiten durch eine digitale Gestaltung des Unterrichts. Also nur der Einsatz digitaler Medien macht den Unterricht noch nicht besser. Der Einsatz von digitalen Medien ist stark von der Kompetenz der Lehrkraft abhängig und daher ist es von großer Bedeutung, Pädagogen für diese Form des Unterrichts zu gewinnen. Das große Problem ist bisher immer gewesen, dass es zu technisch war. Und mit diesen neuen Geräten, mit iPad, mit Tablets, mit Smartphones gelingt es zusehends jetzt, dass das Gerät, die Technik in den Hintergrund tritt. Dort sehe ich die große Chance. Lehrer müssen zuerst einmal in einfacherweise sehr niederschwellig an das herangeführt werden. Diese Heranführung gelingt derzeit vor allem über 1- bis 2-tägige Fortbildungskurse. Eine große Chance könnte die Pädagogenbildung neu sein, um dieses Thema fest und dauerhaft zu verankern. Ein ganz klares Kampffeld sind die neuen Voraussetzungen für die Pädagoginnenbildung neu, wo alle mit ihren Themen landen wollen. Natürlich auch IT, auch digitale Kompetenz will dort landen und man wird sehen, wie weit jeder dieser Lobbygruppen letztendlich sozusagen bei der Lehrerausbildung neu, bei der Pädagoginnenbildung neu resieren wird.